die Luft ging nach oben und nach unten und an der Seite vorbei. Und dadurch hält sie natürlich, wenn man durchatmen würde, das Aerosol gut zurück. Wenn man dann mit einem Gegenüber redet, dann erreicht das Aerosol ja den Gegenüber erstmal nicht. Also kann man sie auch aufziehen. Man kann sich auch an die Stirn binden. Das ist ja ganz klar, wenn ich die Maske nur auf dem Mund trage, aber durch die Nase atme, dann hält die ja null zurück. Aerosol trifft den Gegenüber gar nicht, sondern geht eben steigt nach oben, geht zur Seite weg und verteilt sich dann einfach besser im Raum und verdünnt sich damit. Wenn sie richtig dicht anliegt, dann muss er durch die Maske atmen und die Maske hält natürlich, weil sie eben aus einem Material besteht, die die Partikel zurückhält, hält einiges ab. Ja, man sieht jetzt, dass das Aerosol einfach nach unten geleitet wird. Ja, also das Visier hält halt die Aerosolwolke gar nicht zurück. Aber auch ein Visier ist besser als gar nichts. Ja, muss man immer wieder relativieren.